Kinder, Alma, ihr solltet mein Erbe sein, aber ihr seid alle Monster. Was? Fortfahren, okay. Schließlich finden die Brüder wieder zu ihrer Mutter. Hat das Familienleben eine Zukunft oder kann es nur einen Lieblingssohn geben? Nochmal ein Bonusabschnitt oder kommt denn eine Cutscene oder sowas? Okay, müssen wir jetzt hingehen, oder was? Ich schlage dir nochmal vor, dass du alle Optionen abwägst, Bruder. Wir können unaufhaltsam werden. Wir müssen uns nur den Körper einverleihen. Mach mit. Was machst du da? Familie hat dir nie was bedeutet. Willst du weiterhin den Befehlen dieser Frau folgen oder deinen Blutsverwandten die Treue halten? Darauf habe ich gewartet, Bruder. Du hast mich schon einmal getötet. Beim zweiten Mal wird es nicht so einfach. Das verspreche ich dir. Okay, was soll das jetzt werden? Ich bin verwirrt. Was wird das? Alma hat ihre Entscheidung getroffen. Alma 1993, Mörder. Herausforderungs total 285.000. Gesamtbonus 139.320. Na gut, weil ich Lieblingssohn. Thank you.
Okay, das ist weird. Aber das kam eben nach den Credits. Ich pausiere hier ganz kurz mal die Aufnahme. Ich guck mal nach, inwiefern die Kampagne sich ändert, wenn man mit Paxton Fettel spielt. Also bleibt dran, bis gleich. Und jetzt gibt es natürlich nochmal wieder die Dingens. Der Lieblingssohn. Lange. Ja. Alma hat ihre Entscheidung getroffen. Paxton Fettel ist der Lieblingssohn. Denk mal, das ist ein kleiner Ansporn. Ist ja ein Koop-Spiel, wer im Endeffekt nachher gewinnt. Ein super Soldat. Sogar nochmal einen Rang-Up bekommen. Mal gucken, was jetzt die Cutscene sagt. Es hätte nie so weit kommen dürfen, Bruder. Ich kam, um einen Körper zu verzehren, einen, der mir die Macht verleiht, unaufhaltsam zu sein. Ich wollte es schon immer zeugen. Und wie mein Bruder kann es geformt werden, mir zu dienen. Aber du hast etwas, das ich brauche. Endlich bin ich wieder im Hauptmenü angekommen. Alter, ich muss mir die komplette Cutscene und den Nachabspann, die ganze Outro angucken und die letzte Cutscene. Eieieiei, war schon wieder gut drin. Aber gut, egal. Haben wir auf jeden Fall das zweite Ending noch gesehen von Paxton Fettel. Alma stirbt auf jeden Fall. Das Kind überlebt und ich würde sagen, Pointman ist eher das bessere, Ende. Ich nenne es mal das gute Ende und mit Paxton Fettel das böse Ende. Keine Ahnung, ist eine sehr interessante Story, muss man dazu sagen. Irgendwie aber auch so ein bisschen, obwohl ich Teil 1 und 2 echt gut fand von der Story her, ein sehr, sehr kurzes Game. Ich glaube 4 Stunden, ein bisschen über 4 Stunden, vielleicht doch knappe 5, irgendwie so in dem Dreh, werde ich wahrscheinlich gebraucht haben. Als ob man jetzt unbedingt einen Abschluss finden wollte für 4. Finde ich den Abschluss, ist okay, hätte man aber noch besser machen können. Also man hätte es meiner Meinung nach anders regeln können. Ist auf jeden Fall, keine Ahnung, vielleicht ist es noch 2 Euro oder 3 Euro oder 5 Euro. Was man dafür noch ausgeben muss, ist auf jeden Fall an sich mal ein cooles Game für zwischendurch. Mal fix durchspielen, wenn man 4-3 noch nicht gespielt hat. Vielleicht auch ist auch ein gutes Koop-Game, wenn es koop-technisch denn noch funktioniert. Ist ja auch mal so die Frage, inwiefern das Host-System dort läuft. Für 5 Euro kann man da irgendwann nichts mehr falsch machen. Ich denke, beim Sale wird es nicht teurer sein, vielleicht für 2,50. Ich denke mal nicht, dass es noch viel kostet, wenn es im Sale ist. Dann kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, war halt blind, dachte, geilere Story. Für mich halt ein Gefühl, als ob es wirklich einfach nur noch ein Abschluss gefunden werden soll. Haben sie auf jeden Fall gemacht, aber es bleibt halt immer noch offen, was ist mit dem Kind, wie wird sich's entwickeln. Ich glaube nicht, dass es noch einen vierten Teil von diesem Game geben wird. Daher ist es 2010, glaube ich, kam Teil 3 raus und dementsprechend schließen wir auch insgesamt 4 ab. Ich habe 1 gemacht, ich habe die beiden Add-ons zu 1 gemacht, ich habe 2 gemacht, dazu das Add-on gemacht und jetzt habe ich 3 gemacht. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung unterschreiben, was ihr zur 4-3 Story sagt. Abschluss, vielleicht kennt ihr anderen Teile ja auch, was ihr von dem Spiel haltet. Ansonsten hoffe, hat es gefallen. Dieses Game schaltet ganz gerne beim aktuellen Nebenprojekt oder beim zweiten Projekt an, beim kommenden Projekten, bei alten Projekten.
aber es ist genug gelabert. Haut's rein, bis dahin und ciao.